Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu World of Warcraft mit Rahim. Jetzt in der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in der 11. Folge. 14 sind aktuell so ein bisschen mein Ziel, da muss ich nächste Woche nicht aufnehmen. Ich bin von dir verlassen. So, wir sind jetzt hier, ne, im Vorgebirge des Hügellands, wie ich gesagt habe, dadurch, dass ja der Pechschwingenhort gerade nicht mehr so richtig funktioniert, habe ich leider keine andere Wahl mehr gesehen, als mich hierher zu begeben. Da haben wir vorher noch das Kloster ein bisschen angeschaut und gemacht. Und jetzt sind wir hier im Vorgebirge und machen da weiter, wo wir mit Level 50 praktisch aufgehört haben, als der Gute komplett erwachsen geworden ist. Ja, und jetzt machen wir hier weiter. Die Kunde von eurem Sieg im Silberwald ermutigt uns. Wir sind bereit, unter eurem Kommando zu kämpfen und die letzten Überreste der Menschheit aus dem Hügelland zu vertreiben. Seid auf der Hut! Ich habe mich schon gefragt, wann die Verstärkung eintreffen würde. Macht euch bereit, Zeit, etwas Gerechtigkeit walten zu lassen. Wow. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren, mein Lieber. Nur so kann man es als hochrangiger Offizier der Verlassenen zu was bringen. Ja, das hier ist in der Tat das gute Leben und ihr werdet es leben. Ich möchte, dass ihr diese Befehle nehmt und sie an die kleinen Anfänger ausgibt, die hier vorbeikommen und nach Arbeit suchen. Wem ihr was gebt, ist euch überlassen. Wenn ihr bereit seid, steigt auf mein braves Skelettross auf, damit man euch nicht übersieht und fangt an, das Leben zu leben. Was bedeutet, einfach hier herumzustehen und zu warten. Also wir haben jetzt eigentlich nichts anderes zu tun, als einmal Questgeber zu spielen. Sieht zwar scheiße aus, jetzt so als dicker Taure auf diesem Pferd, aber wir haben hier ein Ausrufezeichen. Das heißt, wir sind jetzt offiziell ein Questgeber. Und da kommt auch schon der Erste, der Kackbuhn, der sich hier überall einreiht und sich alles anschaut. Und der jetzt letztendlich auch zu uns kommt. Den wir jetzt ansprechen. Hi, ich bin neu hier. Eine Riesenkreatur aus weißem Licht und mit Flügeln hat mich lebendig gemacht. Ich diene der Banshee-Königin. Yay! Hilfe! Hi! Vielleicht solltet ihr ein Mittagsschläfchen oder sowas halten. Ich weiß nicht, ob ich Arbeit für euch habe. Okay, danke. Ich war dann hier mit euch. Danke, okay. Oh, wartet mal. Es sieht so aus, als wäre doch gerade was reingekommen. Ja, hier auf diesem Papier. Ihr müsst zum Azurschacht südöstlich von hier und euch dort bei Hauptmann Keaton melden. Südosten ist in diese Richtung. Ihr zeigt nach Südosten. Norden. Verstanden. Danke. Tschüss. Danke. Der hat Bock. So, und wir warten auf den nächsten. Da kommt jetzt was ganz Großes. Orkus, der Königsmörder, schreit, was zum Loktar geht hier eigentlich ab? Und natürlich sind wir die erste Anlaufstelle, weil wir so eine dickes gelbes Ausrufezeichen haben. Ich habe den Fall des Lichtkönigs gesehen. Da sieht man übrigens mal wieder, dass das Ganze nach Kataklysm spielt. Von Titanen erschaffene Wesen sind unter meiner mächtigen Axt gefallen. Als man mich dazu aufforderte, führte ich alleine gegen den Agentumkreuzzug im Kampf gegen die Bestien Nordends zum Sieg. Was hat das Vorgebirge des Hügellands Orkus dem Königsmörder zu bieten? Anscheinend gibt es in Süderstade Ärger. Ich höre etwas über Aufrührer der Morgen. Vielleicht könntet ihr da aushelfen. Aufrührer, sagt ihr? Besteht die Gefahr von Tod und Verstümmelung? Nicht einmal ansatzweise. Dann wird Orkus es für euch tun. Ja! In Ordnung, danke. Haltet euch einfach nur Richtung Südosten. Mehr Süden als Osten. Wahrscheinlich nicht in der Nähe der Küste. Hoffentlich kommt er nie wieder. Vielleicht ertrinkt er ja. Mist. Okay, mit dem hier müsst ihr alleine klarkommen.
Johnny im Meister, zu euren Diensten, einfaches Wesen, knechtet mich mit euren Aufgaben, die ich mit nur geringem Enthusiasmus und voraussichtlich unter Nichtbeachtung aller Hinweise und Wegbeschreibungen, die euch so ausführlich erklärt werden, dass meine Karte sie nicht anzuzeigen vermag, ausführen werde. Seht mich an, Bauer, von Kopf bis Fuß bin ich mit Erbstücken geschmückt und trage Geschenke der größten Helden, die Azeroth je hatte. Und nun seht euch selbst an. Und jetzt schaut schnell wieder zu mir. Schon besser, oder? Und ja, das Pferd ist aus echten Sternen. Welch sinnlose Aufgaben, die die Intelligenz eines geistig eingeschränkten Ork unterfordern würden, habt ihr euch für mich ausgedacht. Naja, wir haben da ein paar Probleme mit den Schlickfällen, die sich nordöstlich von hier befinden. Auf sehr Stillwasser könnte eure Hilfe brauchen. Schon gut, schon gut. Was gibt's sonst noch? Das war's schon. Das ist alles? Eine Aufgabe? Mehr habt ihr nicht? Keine Bärenhintern, die man sammeln soll? Keine seltene Pflanze, die ich pflücken kann, damit ihr ein leicht halluzinogenes Tränkchen brauen könnt und nach dem Trinken davon Vision von der Apokalypse bekommt? Oder vielleicht ist die örtliche Population von leicht nervenden, schlecht gelaunten Zieseln so störend, dass man sie bestrafen muss? Nein? Wirklich nichts? Das war es, Johnny Imbar. Das oder gar nichts. Ja, ja, ich gehe ja schon. Nun gut, ich werde diese eine Sache für euch erledigen. Ihr solltet hoffen, dass ich bald den Knecht für andere spielen kann. Oder ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich mich nicht zurückhalten werde, meine äußerst schlechte Meinung laut und breit in öffentlichen Foren bekannt zu machen. Ja, das waren übrigens immer mal wieder so kleine Anspielungen auf so, ich weiß nicht, diverse Verhaltensweisen von Spielern. Da gibt's einmal den Kackbuhn, der von allem irgendwas haben will, irgendwas macht und daran kläglich scheitert. Dann gibt es einmal die besagten Königsmörder, die viel und hart gearbeitet haben und die sich mit Freuden überall hinstürzen. Und dann gibt es halt die Johnny Imbars, die halt ja sich aufspielen, als wären sie alles, als könnten sie alles und dann aber am Ende doch kläglich im Raid als Erster draufgehen. Ja, das war unsere erste Quest jetzt hier. Raus mit der Sprache. Und wie war's? So wie ihr es euch immer vorgestellt hattet? Aufregend, nicht wahr? Nein? Da Talia seufzt. Ich sehe, dass ihr ein wahrer Held seid. Ihr braucht Action. Ich denke, ein Schreibtischjob ist nichts für euch. Nope. Nicht wirklich. Ärger am Azurschacht. Die Produktivität unserer Spinnenfarm am Azurschacht hat einen Stillstand erreicht. Hauptmann Keaton hat uns darum gebeten, sofort Hilfe zu schicken. Keaton behauptet, dass die Minenspinnen sich weigern, Befehlen zu gehorchen und durchdrehen. Außerdem plündert eine Gruppe Küstenmurlocs unsere Vorräte. Könnt ihr dort hinuntergehen und den Sachen nachgehen? Helft Keaton und der Spinnendompteurin. Ihr findet den Azurschacht im Südosten in der Nähe der Küste. Da, wo wir den Kackbuhn hingeschickt haben übrigens. Hoffentlich ist das wichtig. So, morgen sind unsere Gefangenen. Ihr Schicksal liegt in den Händen der Kommandozentrale. Großartige Ernte. Genau südöstlich vom Südwachttor findet ihr unsere Operation zur Zähmung von Spinnen. Im Laufe der Jahre haben wir eine enge Verbindung zu Spinnen des Hügellands aufgebaut und haben es geschafft, die hübschen kleinen Tierchen zu zähmen und zu züchten. Jetzt sind die Spinnen für uns normale Haustiere und Nutztiere für den Kampf. Es sind so vielseitige Kreaturen. Ihr müsst für mich auf die Felder im Südosten gehen und vorsichtig Eier einsammeln, die in Bären ausgebrütet werden. Liefert die Ernte bei Sarus an der Mine ab. Vertraut niemandem. Den Zenit über Schariten. Bären sind seelenlose Tiere, die auf diese Welt gesetzt wurden, um uns zu quälen. Klar. Nur dem Einfallsreichtum der Verlassenen haben wir es zu verdanken, dass wir einen Weg gefunden haben, um die Bären nutzbar zu machen, damit sie einem Zweck dienen. Wir benutzen die Bären auf unserer Spinnenfarm als lebendige Nährquellen für die Eier. Unsere Spinnen legen ihre Eier in das Fleisch der Bären und die Eier ernähren sich von dem Fleisch und dem Blut der Tiere. Nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, müssen die Monster eingeschläfert werden. Reist nach Südosten und tötet die infizierten Bären, die ihre Lebenszeit überschritten haben. Tschüss. Das
sinnlose Kreaturen. Klar, als ob. So, dann wollen wir mal. Da haben wir zum Beispiel so ein Bärlein. Und hier haben wir eine schöne Rose. Hallo. So, hier sammeln wir jetzt aber erstmal, bevor wir das Viech hier Kirsch nennen, erstmal die Eier ein. Sonst sind die Eier nämlich mit weg, wenn wir das Kirsch nennen. Nein. Na gut, ich habe alle. Gut, okay. Versorgt die Krabbeleier mit Leben. Jetzt nicht mehr. Fertig. Spinne Minions. Ich kann doch mal ein bisschen näher ran, dann sehe ich die besser. So. Da geht das ein bisschen schneller, als wenn ich immer so auf kleinen Raum zielen muss. So. Nummer 2. Oh. Ach so, dachte schon. Entschuldigung. Aber waren sowieso andere Spinnen als die, die hier rumlaufen. La 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 la. So. Eine noch. Dann sollten die Eier eigentlich reichen. So, vielen Dank. Guck und zack, da sind die Eierlein weg. Achso, und die Bären muss ich auch noch töten. Okay. Und zack. Oder auch nicht. War ich zu weit weg. Aber hier noch. So. Das heft mal. Die Spinnen sind hässlich. Ach, das ist ein domestizierter Krabbler und das ist ein domestizierter Minenkrabbler. Ja, sind alle eklig. Nur meine geliebte Spinneminne, die ist geil. Ich bin ganz Ohr. So, seid gegrüht. Gegrüht, ja. Habt ihr meine Ernte mitgebracht? Wunderbar. Nun müssten diese Eier nur noch in eine hübsche dunkle Nische innerhalb der Mine gelegt werden und dann kann das Wunder des Lebens geschehen. Begrüßt den Schatten. Den Chenid. Oh, die Unterstadt ist jetzt ehrfürchtig. Juhu. Die Bärengötter sind grausame Herren. Sie werden diese Welt weiterhin bis ans Ende aller Tage mit Bären bevölkern. Es ist unser Recht als zivilisierte Menschen, uns diese Plagegeister zunutze machen. Zum Nutze aller. Unsere Zeit wird kommen. Helikortessen der Küste, meine Spinnen sind hungrig und aufgebracht. Sie haben seit Tagen nichts zu fressen bekommen und beginnen, unsere menschlichen Gefangenen anzuknabbern. Das geht so nicht. Wir brauchen diese Menschen, damit sie in den Schlickfeldern arbeiten. Ich möchte, dass ihr eine meiner hungrigen Minenspinnen mit hinausnehmt und ihr Murlocs vom Weststrand südlich von hier zum Fraß vorwerft. Sie wird fressen, was immer ihr tötet. Je mehr, desto besser. Sieg für Sylvanas. Und wer seid ihr? Ärger am Azurschacht. Wir stecken ein wenig in der Klemme, Druide. Die Spinnen von Sarus werden ein wenig dreist, weil wir sie seit Tagen nicht füttern konnten. Wenn wir fortgehen, werden die Murlocs unseren Außenposten übernehmen. Schlimmer noch. Aufseher Stillwasser drüben an den Schlickfeldern verlangt, dass wir ihm noch mehr Menschen schicken.
Er ist unersättlich. Wir brauchen Hilfe. Diese Mine war einst das Herzstück des Bergbaus der Allianz im Hügelland. Jetzt dient sie als Brutstätte für unsere getreuen Spinnen, obwohl die Menschen sie immer noch in gewisser Weise besetzt halten. Keaton grinst. Aber lasst uns zum Geschäft kommen. Aufseher Stillwasser hat um weitere Arbeiter für die Schlickfelder gebeten. Ich möchte, dass ihr in der Mine mit diesen Fußfesseln betretet und Menschen des Hügellands für die Arbeit auf den Feldern gefangen nehmt. Holt sie aus ihrer Netzlähmung und schlagt sie, bis sie sich ergeben, bevor ihr ihnen die Fußfesseln anlegt. Lebt wohl. Diebische kleine Monster. Das lange Stück Küste direkt südlich unseres Standortes, das sich von Westen nach Osten erstreckt, ist bekannt als der Weststrand. Entlang des Weststrands findet ihr zwei Dinge. Murlocs und gestohlene Vorräte. Keaton streckt seine Hände in die Luft und macht das Zeichen für Aufrührungsstriche mit seinen Fingern. Anführungsstriche mit seinen Fingern. Diese verdammten diebischen Murlocs haben hinter unserem Rücken zugeschlagen und unsere Vorräte gestohlen. Saros und ich können diesen Posten nicht verlassen. Ihr müsst für uns zum Weststrand gehen und diese Vorräte wieder beschaffen. Fürchtet die Lebenden. Okay. Das schreit aber nach unserer, nach unserem Schaumstoffschwert. Zumindest was die Leute in den Minen angeht. Platschbumm. Oh, das war ein Boss. Das sieht wie Matschkimes Flosse oder sowas aus. Vielleicht gibt es jemanden, den es kümmert, dass ihr diesen Murloc im Lager am Ozurschach getötet habt. Vielleicht auch nicht, aber ein Versuch ist es wert. Bringt Matschkimes Rückflosse oder was auch immer es sein mag, zu Hauptmann Keaton am Azurschacht im südwestlichen Hügelland. Oder was auch immer. Olle, die Spinne kommt mit dem Fressen gerade nicht hinterher. Hallo da drin. Die Spinne kann auch schwimmen, habe ich das schon erwähnt? Oh, warte. Mach das mal ein bisschen. Als Hirsch kann ich zumindest zuschlagen. Oh, guck mal. Hi, Matschkiebe. Ich kenne dich irgendwoher. Ihr entgeht mir nicht. Na, kommst du? Wer bist du denn? Andy Murgol. Ich nur la. Okay. Den kann ich auch tatsächlich nicht angreifen. Das sieht aus wie ein... Oder das klang wie ein Nachtelf im Kostüm, weil wir kennen, beziehungsweise ich kenne tatsächlich das als Kostüm. Guck, da seht ihr zum Beispiel auch hinten die Unterhose rausgucken. Ich kenne dieses Kostüm tatsächlich von Nordend. Und hier oben seht ihr auch diesen supergeilen Reißverschluss. Dieses Kostüm kenne ich von Nordend. Da gibt es auch eine super Quest, wo du dieses Kostüm anhast. Und damit durch die Gegend läufst tatsächlich. Ich beobachte den mal, der ist mir hier noch nie aufgefallen. Wahrscheinlich bin ich immer so schnell weg gewesen beim Questen, dass der mir einfach nie aufgefallen ist. Friede sei mit euch. Der scheint hier aber wahrscheinlich nur irgendwie durch die Gegend zu laufen. Andy Murgol. Ich habe gerade so den Drang, nach dem zu googeln. Jetzt dreht er sich rum und geht wieder woanders hin. Ich gehe den jetzt googeln. Der ist mir noch nie aufgefallen. Andy. Och komm.
Mergol. Restaurant in Hilfer Forest, edit. Live Server. See, unsure about what he's supposed to have. Pretty cool. Er patrouilliert die Küste entlang. Au! Da. Er patrouilliert scheinbar einfach nur die Küste entlang. Soll angeblich eine Anspielung aus Man in Black sein. Man in Black 3. Ja, hier soll eine Anspielung auf Man in Black 3 sein von 2012. Da gab es wohl ein Andy Warhol, der auch in der Verkleidung gesteckt hat oder so. Das soll wohl da irgendwie so ein Easter Egg oder sowas sein. Keine Ahnung, ist mir nie aufgefallen. Ist natürlich cool, dass man mal wieder sowas entdeckt. Ja. Was jetzt? So, das sollte sie für ein paar Tage glücklich und zufrieden machen. Ihr habt da gute Arbeit gemacht. Fürchtet die Lebenden. Liebische kleine Monster, bringt unsere Vorräte zurück. Wenigstens werden wir auf zukünftige Vorfälle vorbereitet sein. Vorräte wie diese zu bewegen, ist ein riskantes Vorhaben. Man weiß nie, wer meint, seine große Klappe aufreißen zu müssen. Keaton zieht das, was man für eine Augenbraue halten könnte, hoch. Seid auf der Hut. Und Matschkiemes Flosse oder so. Sehe ich wie ein Murloc-Forscher aus? Matschkieme, sagt ihr. Nie von ihm gehört. Was ist das hier überhaupt? Eine Art Flosse oder so? Vertraut nicht. Ja, immerhin kriegen wir was für. Ne? So, also auf geht's in die Mine. So, also ich denke mal, wenn ich hier einmal mache, puff, kann ich denen keine Dinge anlegen. Und im Tod geht das nicht. Das heißt, wir müssen mit dem Schaumstoffschwert zuschlagen. Patz. Und ihn dann gefangen nehmen. So, für solche Fälle ist das Schaumstoffschwert zuständig. Und klatsch. Und klatsch. Für solche Fälle gibt es das Schaumstoffschwert. Dafür hat das Blizzard extra eingeführt. Weil es gibt viele Quests, die man ansonsten leider nicht abschließen kann. Schade. Ich dachte, man könnte die vielleicht mehrfach einfangen. Aber ich erinnere mich an früher noch sehr gut, wenn du mit Level 80 auch irgendwie angefangen hast, ein paar Quests nachzuholen. Und du dann halt einfach nichts machen konntest und du gewisse Quests nicht abschließen konntest, weil du einfach übermächtig warst. Und das auch, wenn du dich nackig ausgezogen hast. Das gab es leider verdammt oft und das war sehr nervig. Das war teilweise auch echt schade. Vor allem, wenn du den Meister der Lehren oder so machen wolltest. So, hier müsst ihr irgendwo da oben. Da ist der Kackbuhn. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Der Kackbuhn ist praktisch so der Noob schlechthin. So, hi Kackbuhn. Ihr hört Kackbuhn durch die Spinnenweben hindurch sprechen. Hey, überall Spinnen. Der Hauptmann hat mich geschickt, um die Welt zu retten und Menschen zu fangen. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Es ist so heiß hier. Kackbuhn redet immer weiter über seine Lage. Vielleicht solltet ihr ihn befreien und ihn in Sicherheit bringen. Ihr könnt ihn auch hier lassen, obwohl es eure Schuld ist, dass er hier in der Mine feststeckt. Dann komm, Kackbuhn. Bring die nach Hause. Bei dem musst du übrigens auch so ein bisschen aufpassen. Der hat nämlich die Angewohnheit. Na guck, eskortiert Kackbuhn aus den Minen. Haltet Kackbuhn vor eingesponnenen Menschen fern, weil der hat immer die dumme Angewohnheit, die anzugreifen.
Dann kloppt er sich immer mit den ganzen Menschen, ist irgendwo ganz hinten. Und man merkt das zu spät und auf einmal ist er tot und die Quest ist fehlgeschlagen. Kommt leider relativ oft vor, tatsächlich. Aber das ist eben Kackbuhn. Das ist eben Kackbuhn. Bist du noch da, Kackbuhn? Wo bist du? Ja, da steht er. Sehr gut. Braver Kackbuhn. So, komm. Bitteschön. Ja! Wow, ist ja toll. Ich bin so glücklich zu sehen, dass Rahim euch in der Mine rausgeholfen und damit euren tragischen, unausweichlichen Tod hinausgeschoben hat. Nun, warum zieht ihr nicht einfach weiter? Ich höre, dass sie in Tarrens Mühle nach Verlassenen wie euch suchen, Kackbuhn. Tarrens Mühle, okay. Ist das im Brachland? Ich bin auf dem Weg, danke. Ja, viel Glück auf die Reise ins Brachland. Ja, das ist Kackbuhn ist so der typische Noob. Der Königsmörder ist so dieser Normalspieler, der gelegentlich mal am Raiden ist und das Spiel genießt. Und Johnny Imba ist so derjenige, der mit allem angibt, was er kriegt, wie man sieht. Also es gibt später tatsächlich noch eine Questreihe über den Postmeister, wo man mit Johnny Imba zu tun hat. Und ich, sowie meine Schwester, hätten Blizzard für diese Questreihe echt lynchen können, weil die so unfassbar undankbar einfach ist. Vielleicht kriegen wir die sogar noch mit, dann zeige ich die euch mal. Da war meine Schwester, die war so sauer gewesen, als sie diese Questreihe gespielt hat. Ich zu dem Zeitpunkt auch, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei bestimmte, sehr seltene Sachen nicht, mit denen Johnny Imba tatsächlich bösartig angibt. Und das war kein gutes Gefühl tatsächlich. So, alles den Bach runtergegangen. Ah, die sind genau richtig. Ich frage mich, was der Aufseher mit ihnen vorhat. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass die Schlickfelder von furchtbaren Dingen überrannt worden sind. Sieg für Sylvanas. Rettung aus der Tiefen der Mine. Schon mal was von der Stärkere überlebt gehört? Was ihr da tut, steht in Konflikt mit den Naturgesetzen, mein Lieber. Der Idiot hätte in den Minen sterben sollen. Nicht auszudenken, welchen Schaden er sich oder anderen als nächstes zufügt. Jetzt, da ihr ihn vor seinem unausweichlichen Tod bewahrt habt. Und wisst ihr, wessen Fehler das dann sein wird? Oder? Und ihr wisst, wessen Fehler das dann sein wird, oder? Ja, klar. Seid auf der Hut. Natürlich meiner. Ärger an den Schlickfeldern. Aufseher Stillwasser drüben hat auf den Schlickfeldern nördlich von hier einen Notruf geschickt. Die Botschaft war nicht deutlich, aber ich entnehme dem Brief, dass es dort an den Schlickfeldern einen Aufstand gibt und dass die meisten Wachen getötet wurden. Der Aufseher hat ausdrücklich gesagt, dass eventuelle Möchtegernhelden sich vom Hintereingang her nähern sollen, der sich auf der Westseite der Schlickfelder befindet. Außerdem hat er um Diskretion gebeten. Er möchte nicht, dass die Nachricht dieses kleinen Aufstandes sich verbreitet. Meldet euch bei Aufseher Stahilwasser. Still im Wasser, bla bla bla. Ja, das ist übrigens der gleiche Stillwasser, der uns während der Quest mit dem Plants vs. Zombies als Endboss gedient hat. Das ist übrigens der gleiche Stillwasser. Nur noch in anderer Form, tatsächlich. So, guten Tag, guten Tag. Ich bin da. Hallo. Das ist auf sehr Stillwasser. Wer seid ihr? Hat Sylvanas euch geschickt? Alles ist bestens. Ja, vollkommen in Ordnung. Ich habe alles unter Kontrolle. Also den Umständen entsprechend heißt das. Wir haben ein paar Probleme, bei denen ihr vielleicht helfen könntet. Niemand kommt hier lebend raus. Dieser Hof ist abgeriegelt. Nichts und niemand kommt hier raus. Wir analysieren noch immer die Lage und versuchen herauszufinden, was genau geschehen ist. Aber meiner Theorie nach aßen die Arbeiter die Pilze und sind irgendwie zu abscheulichen, untoten Monstern mutiert. Ich meine, wie sonst könnte sowas passiert sein? Dies ist nur ein Hof. Wir produzieren hier Pilze. Und Schlamm. Ja, Schlamm. Seht euch um, denn jetzt, wo ihr hier seid, könnt ihr nicht fort, bis diese Angelegenheit geklärt ist. Seht selbst.
In den Schlingfeldern gibt's Ärger. Der nimmt seinen Arm und kratzt sich damit den Rücken. Ist auch nicht schlecht. Schätzt die Situation auf den Schlickfeldern ein. Wie ihr sehen könnt, sind die alle zu Monstern geworden. Die meisten meiner Wachen starben und diejenigen, die es geschafft haben zu entfliehen, verteidigen jetzt die Barrikaden, um zu verhindern, dass diese möglicherweise gefährlichen Kreaturen rauskommen. Wir brauchen eure Hilfe.